Und jetzt geht es um die Amsel. Sie verlebt ja fast ihr ganzes Leben in unserem Garten, quasi unter unseren Augen. Und deshalb ist sie auch der Gartenvogel schlechthin. Schauen Sie mal. Dieser Amselhahn beispielsweise trägt einen feinen weißen Federkragen. Und selbst ganz weiße Amseln wurden schon gesichtet. Im Schutz unserer Gärten können diese auffälligen Tiere überleben und sich sogar fortpflanzen. Ursprünglich aber war die Amsel ein reiner Waldvogel, doch schnell hat sie die Stadt für sich entdeckt. Dank Straßenlaternen kann sie viel länger Futter suchen und sie liebt den gepflegten englischen Rasen. Wo andere Vögel angesichts der Rasenwüste das Weite suchen, fühlt sich die Amsel besonders wohl. Hier im frisch gesprengten Gras liegen die Regenwürmer quasi auf dem Tablett. Jetzt noch ein Vollbad. Das Amselleben ist perfekt. Schon im Winter finden sich bei den Amseln die ersten Paare. Gemeinsam trotzen sie der Kälte und scharren im Schnee nach spärlichen Würmern. Zum Singen ist jetzt keine Zeit. Doch kaum wird es wärmer, besetzen die Amselhähne ihr Revier. Rund 30 Strophen beherrscht ein guter Sänger. Und gelegentlich klaut er noch eine vom Nachbarn dazu. In der Stadt wandert so eine Strophe manchmal von Dach zu Dach. Und ein Männchen reicht sie dann an das nächste weiter und versucht, seinen Nachbarn noch an Lautstärke zu übertrumpfen. Während die Männchen dem Sängerkrieg frönen, kümmern sich die Weibchen um die Nester. Und das bedeutet Arbeit, denn in der Stadt ist es schwer, einen guten Nistplatz zu finden. Oft bauen die Weibchen an mehreren Stellen Nester, bis sie endlich zufrieden sind mit ihrer Wahl. Das Nest selbst ist immer dreilagig, außen Moos oder Gras, dann eine Lehmschicht und innen ein kuscheliges Polster. Hier passt es das Weibchen gerade seiner Körperform an. Während er die Lage entspannt im Auge behält. Etwa 2 Wochen dauert die Brut bei den Amseln, dann schlüpfen die Kleinen. Und jetzt geht der Stress erst richtig los. Würmer und kleine Insekten, das ist das Kraftfutter für den Nachwuchs. In diesem Nest sind die Küken schon fast flügge. Die Eltern bekommen sie kaum satt, obwohl beide ständig für Nachschub sorgen. Nach 2 bis 3 Bruten ist so manche Amsel richtig geschafft. Aber die Amsel braucht viele Nachkommen, denn das Leben zwischen den Menschen ist auch gefährlich. Autos, Fensterscheiben und Katzen, all das fordert einen hohen Tribut. Diesem Küken steht noch eine aufregende Zeit bevor. Doch hoffentlich wird es irgendwann auch mal in einem englischen Rasen nach Würmern poolen können.